Im Kino sind die Füchse los! Wir sind Ralf und Michaela. Mit unserem Hund Mila planen wir ein Leben in unserem Wohnmobil Ifu. Bis es soweit ist, könnt ihr uns begleiten. Wir zeigen euch, wie wir leben und wie wir reisen. Guten Morgen. Morgen. Wir sind auf dem Weg bei tollem Wetter zum Wandern. Wir haben uns eine Runde bei Komoot ausgesucht. Wir erwandern die Runde von Haldern. Das ist nicht weit von uns, so circa eine Viertelstunde fahren wir bis da. Und ja, die Strecke soll 10 Kilometer sein. Wir sind gespannt, wir kennen die Strecke nicht und freuen uns. Wir nehmen euch mit, bis später mal. Wir sind jetzt angekommen, sind schon ein kleines Stück gelaufen, aber hier waren so viele Menschen, da wollte ich nicht unbedingt filmen. Und Ralf ist schon in seinem Element, schon schön am Fotografieren. Ich mache mal hier so einen kleinen Rundumblick, dann zeige ich euch mal, wie es hier aussieht. Schon mal wirklich richtig schön. Hier läuft ein kleines Flüsschen. Hier ist der Weg, den wir gelaufen sind. Und hier hinter den Büschen, das sieht man jetzt nicht, da ist ein See. Ich denke mal, den werden wir gleich noch mal sehen. Hier sind ganz viele Gänse, wie es so typisch ist bei uns am Niederrhein. Die sitzen hier auf der Wiese. Ich laufe mal ein Stück. Und da sieht man dann den See auch. Ganz hinten auf der Wiese sind zwei Fischreiher. Na, jetzt sieht man die gar nicht mehr, glaube ich. Die Strecke hier scheint übrigens ganz beliebt zu sein für Geocaching. Wir haben vorhin uns mit Leuten unterhalten, die sagen, auf diesem Rundweg hier sind 35 Verstecke. Und gerade habe ich noch andere Leute gesehen, die da wohl auch nachgucken. Also ja, ist ja auch ein schönes Hobby. Man ist draußen, man bewegt sich, man hat was zu tun. Wäre jetzt nicht unbedingt unseres, aber ja, wem es interessiert, wir stellen einfach nachher auch mal die Route rein von Komoot oder machen ein Foto davon. Ganz genau wissen wir gar nicht, wie das so funktioniert. Gucken wir uns dann später nochmal an. Gut, hier ist auf jeden Fall richtig schön. Wir haben die Hälfte circa geschafft. Die Sonne scheint immer wieder. Ist gar nicht so kalt, wie wir dachten. Und ja, mal gucken, was wir hier noch so sehen. Ist auf jeden Fall eine nette Runde. Wir laufen hier gerade wieder direkt am Wasser und gegenüber, da irgendwo steht unser Auto. Also es sind noch, glaube ich, 4 Kilometer oder so, die wir noch laufen müssen. Aber schön hier. Wir hatten ein kleines Stück zwischendurch, wo wir gedacht haben, naja, so besonders ist es jetzt auch nicht. Aber hier finden wir es wieder richtig schön. Und
ja, hier jetzt vielleicht nicht gerade, aber hinter dem Zaun ist ein total schöner Fahrradweg. Also man kann die Strecke auch mit dem Fahrrad gut fahren. Kann ich Nina auch mal eben ohne Leine. Ralf macht schöne Fotos, wenn sie denn mal guckt. Nila! Nila! Die mag nämlich nie so gerne fotografiert werden. Was, Schatz? Ja. Hast du immer deine Schwierigkeiten, unser Hund zu fotografieren, ne? Ja, zumindest ein Foto hinzukriegen, wo sie auch mal da hinguckt, ja. Ja. Na ja, dann kommen wir für Schilder. So, jetzt kommen wir wieder auf diesen Weg, dann müssen wir die wieder anleihen. Ja. Der ganzen Route immer wieder zwischendurch so Schilder, wo Vogelarten beschrieben sind und ja, welche Tiere hier bei uns am Niederrhein leben oder vielmehr hier auch an dem Baggersee. Da hinten ist nämlich ein Kieswerk, also es ist eine Kiesgrube. Die gibt es hier bei uns am Niederrhein ja auch wirklich sehr viel. Sie guckt einfach nicht. Kann er machen, was er will. Sie ist stur. Kein fotogener Hund. Gähn. Ach, schön. So, jetzt leinen wir sie mal wieder an, weil jetzt verlassen wir hier dieses Teilstück direkt am See. Und da fahren halt auch Autos und Fahrräder. Und, ja, muss ja nicht sein. Gut. Machst du sie mal eben fest? Wir sind jetzt am Ende unserer Wanderung. Wir haben jetzt ungefähr 2,5 Stunden gebraucht für 10 Kilometer. War wirklich schön, die ersten Sonnenstrahlen auszunutzen und waren viele Leute unterwegs. Ja, was kann man sagen zum Weg? Also der war super gut begehbar, alles eben. Auch für Leute mit Kinderwagen oder Rollator oder Rollstuhl, alles gut machbar. Und wie fandst du die Runde? Ja, war schön. Viel Licht, viel Luft, viel Wasser, viel Wind. Also alles, was man so braucht. Sehr schön. Na gut, dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns für heute und ich melde mich einfach in den nächsten Tagen, wenn es wieder irgendwas Interessantes zu berichten gibt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Es ist schon wieder eine Woche vergangen und ich bin die ganze Woche damit beschäftigt, Videoschneiden zu lernen. Das macht mir totalen Spaß, ist aber alles total neu für mich. Ich bin nicht gerade technikaffin und muss alles von der Pike auf lernen. Ich bemühe mich und ich habe Spaß dabei. Ihr werdet das Resultat sehen. Ist mit Sicherheit nicht perfekt, aber das kommt bestimmt mit der Zeit. Gib mir gerne Tipps oder ja, konstruktive Kritik, kann ich auch gut mit umgehen. Ja, und dann machen wir mal weiter. Ich habe technisch mich auch ein bisschen aufgerüstet, fängt mit dem Handy an. Ich habe mit Ralfs Handy die letzten Videos oder die letzten Szenen gedreht, weil ich kein so gutes Handy habe, wo man mit filmen kann und Fotos machen kann. Aber jetzt habe ich mir halt ein iPhone gekauft. Da muss ich auch erstmal sehen, wie ich damit klarkomme. Aber ich glaube, die Aufnahmen sind schon wesentlich besser. Boah, ich hoffe, ihr hört mich mit dem Wind. Eigentlich habe ich auch ein Mikrofon gekauft. Da habe ich gerade schon versucht, mit aufzunehmen. Das klappt aber irgendwie nicht. Keine Ahnung, muss ich nur mal gucken. Vielleicht, weil das Mikrofon direkt
direkt am Handy befestigt ist oder angeschlossen ist und der Wind zu stark ist, es rauscht total. Fehlt mir einfach die Erfahrung, muss ich gucken, muss ich ausprobieren, woran es dann wirklich liegt. Ein Gimbal habe ich mir auch gekauft, ist auch alles irgendwie noch neu und kompliziert. Wie gesagt, also Technik ist eigentlich gar nicht meins. Da muss ich jetzt wirklich viel lernen. Aber wahrscheinlich sieht man schon an den Aufnahmen jetzt, dass die Kamerahaltung viel ruhiger ist. Ne? Bei dem anderen Selfie-Stab, da wackelt ja doch alles beim Laufen. Das finde ich schon richtig, richtig schön und cool, muss ich sagen. Ja, ich fahre heute mit meiner Mutter nach Niedersachsen. Meine Schwester wohnt da mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Der hat am Mittwoch Geburtstag und deshalb fahren wir dahin. Wir fahren aber nicht mit dem Wohnmobil, das traue ich mir alleine nicht zu. Wir fahren mit dem Auto und dann schlafe ich mit meiner Mutter bei meiner Schwester. Es gibt aber einen total schönen Stellplatz in der Nähe. Der ist kostenfrei, man darf da auch mehrere Tage stehen an einem See und den werde ich dann auch nächste Tage vorstellen. Bringen, damit es dann irgendwann auch mal auf YouTube erscheint. Ja, ich hoffe, ihr habt was davon und es gefällt euch und bis die Tage. Tschüss! Jetzt melde ich mich aus Westerstede in Niedersachsen, Ortsteil Ocholt. Ich mache jetzt hier unsere Morgenrunde mit meiner Schwester zusammen, mit den Hunden. Moin! Wir laufen eine Runde um den See und da ist dann auch der Stellplatz, den ich noch vorstellen wollte. Ja, dann nehmen wir euch jetzt mit. Meine Schwester schon mal vorgelaufen. Ich erstmal alleine sein wollte mit meinen ersten Aufnahmen. Ich guck mal, vielleicht fangen wir sie da hinten ein. Da hinten läuft sie. Aber schön hier, ne? So, Mila, bist du soweit? Allerdings werdet ihr gleich sehen, der Platz steht unter Wasser. Ja, ich denke, bei gutem Wetter ist schön, aber bei dem ganzen Regen sollte man den Platz besser nicht anfahren. Das ist meine Schwester. Hallo. So, jetzt sind wir gleich da. Hier war mal ein Lokal, das ist leider geschlossen und ja, ist schade. Das Ganze ist ja hier ein Feriengebiet. Hier stehen Ferienhäuser um den See rum. Ich weiß nicht, ob man das gleich mal sehen kann. Ich versuche das mal zu filmen. So, das ist jetzt hier die Auffahrt von dem Parkplatz. Hinter dem Parkplatz stehen Pferde. Ist immer ganz schön, wenn man morgens aufwacht, dann sieht man die Pferde da. So, und hier sieht man schon den Modderplatz. Also wirklich bei dem Wetter nicht zu empfehlen. Ich laufe mal zu dem Schild hier. Ja, wie man sieht. Parkdauer maximal 3 Tage, Entsorgung Campingplatz Süderstraße. Ja, da hat man dann auch noch den Hinweis für eine Entsorgungsstation. Hier gibt es direkt keinen Mülleimer. Also Müll muss man mitnehmen. Wie man sieht, haben es nicht alle damit. Die schmeißen einfach den Müll in die Büsche. Hier vorne liegt auch ein Müllsack. Also
Ich kann nur immer wieder sagen, für alle Camper, lasst uns unseren Müll mitnehmen. Sonst kann es nämlich sein, dass irgendwann die Städte solche Plätze verbieten. Das wäre einfach schade. Okay, wir laufen mal weiter. Also die Mara ist frei, dann mache ich jetzt die Mila auch mal frei. Komm her, Mila. Mila, komm. Komm mal rein. So, und hier geht es dann direkt weiter auf den schönen Spazierweg und ja, hier kann man wirklich stundenlang laufen, ganz toll. Wie nennt man dieses Gebiet hier, Britta? Hat das irgendwie einen Namen? Am Karlssee. Am Karlssee und Ocholterfeld. Ocholterfeld. Wir sind hier im Ammerland, ne? Oder nicht? Ja. Ja, ne? Hier ist noch Ammerland. Ja. Und 8 Kilometer weiter kommt dann der Landkreis Glocken. Die Ferienhäuser. Ich guck mal, ob ich ranzoomen kann. Mehr solche Tipps von mir haben wollt, dann abonniert den Kanal, gebt uns einen Daumen hoch und wir freuen uns. Tschüss!